Kontinuität vor Quantität. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute werde ich euch etwas offenbaren. Der Kanal wird sich wieder ein bisschen ändern. Und eventuell wird es zu Beginn ein bisschen negativ aufgefasst werden. Aber ich bin mir ganz sicher, dass sich das in Zukunft allgemein positiv auswirken wird. Besonders auch auf meinen Gemütszustand und so weiter. Aber was meine ich damit überhaupt genau? Oder was soll das überhaupt heißen? Für die Leute, die nicht wissen, was Kontinuität oder Quantität bedeutet. Quantität bedeutet einfach, etwas Vielfaches machen, beziehungsweise es auf die Masse ankommen zu lassen. Kennt man vielleicht von Qualität und Quantität. Ja, Qualität, gut. Oder eben viel. Was ist besser? Quantität ist eben viel und Kontinuität ist eben etwas regelmäßig zu bringen. So, und da könnte man sich schon vielleicht denken, worauf sich das bezieht. Und das bezieht sich auf die Videos. Ja, aktuell seit circa einem Jahr, das habe ich relativ früh angefangen, bin ich doch, muss ich ehrlich zugeben, auf Quantität gegangen. Auf jeden Fall, ich weiß gar nicht, wann ich damit angefangen habe. Ich glaube mit Outlast oder mit Pikmin 2 oder so. Mit Pikmin 1. Da habe ich ja irgendwann mal angefangen, relativ früh 2 Videos am Tag zu bringen. So, und ich habe festgestellt, das hat nie wirklich gut geklappt, ehrlich gesagt. Das hat eben natürlich einmal damit zu tun, dass ich nicht nur als Let's Player tätig bin, sondern auch noch anderen Tätigkeiten nachgehe. Das sollte man vielleicht auch wissen. Und ja, natürlich hat man dann, man muss sich irgendwie öfter teilweise dazu zwingen, weil du dir denkst so, ja okay, morgen, kacke, hast keine Folgen mehr, was machst du jetzt für übermorgen, lalalu, okay, für 3 Tage sind schon wieder 6 Videos. Ja, und bei manchen Projekten, wie beispielsweise Pikmin 2, sehe ich gerade, ja, Pikmin 2, ey, manchmal sind Folgen wirklich 50 Minuten lang. Und da ist es einfach schwierig, wirklich ohne Videoausfall da wirklich was zu bringen. Ich habe vor einiger Zeit diesen Upload-Planer gebracht. Aber jedenfalls möchte ich diese Quantität nicht mehr in den Vorrang stellen, sondern wirklich auf Kontinuität gehen, weil es einfach, für den Zuschauer und auch für mich selbst besser ist. Weil als Zuschauer denke ich mir, okay, gut, der macht jetzt 2 Videos am Tag, finde ich ganz nice, ist ganz cool so. Ja, und dann hoffe ich so, wir haben jetzt Dienstag und denke mir so, okay, morgen kommt noch eine Folge Pikmin 2 und noch vielleicht ein random Video, also wahrscheinlich, also eigentlich sollte ein random Video kommen. Vielleicht The Culling, wird ja geil vielleicht. Gut, freue ich mich auf morgen, plan mir das schon mal ein. Ja gut, gehe ich auf seinen Kanal. Ja, da ist nix. Warum? Weil er nicht geschafft hat. Ja, und das ist eben echt ein Kacke, ich weiß nicht, ob das jetzt schon so der Fall ist bei euch. Oder ob ihr euch sagt, so, okay, ja gut, warte ich halt bis morgen. Juckt mich eh nicht. Das ist dann unterschiedlich, aber ich möchte vom Allgemeinfall ausgehen, dass man sich dann auch darauf verlassen kann, wie das Ganze ist. Und das ist eben die Kontinuität, die wirklich wichtig ist, besonders als YouTuber. Ja, das ist wirklich wichtig. Und deswegen werde ich heute verkünden, dass ab dem heutigen Tage leider nur noch ein Video am Tag kommen wird. Ja, das ist schon viel weniger, beziehungsweise vielleicht nicht ganz so viel weniger, wie bisher nicht kam, weil so viel immer ausgefallen ist. Und ich möchte euch wirklich diesen gleichmäßigen, diese stetige Versorgung mit Videos auf jeden Fall gewährleisten, weil, wie ich hab's am Anfang gesagt, Gemütszustand, mir schlägt es selber aufs Gemüt, wenn ich ja ein Video ausfallen lasse oder so, und dann denke ich mir, oh, kacke, okay, du hast dich jetzt mit der Elgato beispielsweise 5 Stunden oder was weiß ich rumgeschlagen, die Aufnahme geht einfach nicht mehr, es funktioniert einfach nicht mehr, das hatte ich letztens bei Minecraft Story Mode, mach's einfach morgen nochmal, da muss eben wieder ein bisschen ausfallen, aber das macht mir eine echt schlechte Laune, aber manchmal kommt man wirklich an so einen Punkt. Bei mir ist dann die Grenze noch relativ hoch, besonders die Toleranzgrenze bei Problematiken mit Technik ist bei mir relativ hoch, habe ich schon mal erwähnt.
Aber irgendwann ist es dann wirklich zu weit und das, ach, manchmal geht es einfach nicht. Man muss immer bedenken, hier sitzt auch ein Mensch und so weiter. Ist, naja, ist, glaube ich, klar. Gut. Das ist das, was ich sagen wollte. Ich werde es dann so machen, dass dann. Ich möchte die Tradition mit Hauptvideos und Random Videos, ist ja irgendwie so schon mein Markending. Dass ich das trotzdem weiterführen möchte, auf jeden Fall. Und dann wird täglich ein Hauptvideo und dann ein Random Video kommen, je nachdem, was gerade so läuft. Ja. So wollte ich das dann eben planen. Gut, weil ich wollte eben noch beide Fraktionen zufriedenstellen. Einmal die Leute, die sich hier diese Competitive Games gerne angucken, oder eben die Leute, die gerne Hauptprojekte verfolgen. Ja, das möchte ich damit erreichen. Sobald ich dann eventuell mehr Zeit habe oder eine stabilere Basis, auf der ich mir zutrauen kann, dass es auf jeden Fall klappen könnte, werden wir auch wieder auf zwei Videos umsteigen. Jetzt lehne ich mich mal ganz weit aus dem Fenster raus. Wenn ich mal eventuell von dem Ganzen leben könnte, ja? Da könnte es auch locker drei oder vier Videos werden. Das ist selbstverständlich auf jeden Fall. Also, ob der Fall eintritt, ist natürlich sehr unwahrscheinlich. Es könnte passieren, weiß man nicht so genau. Aber wenn man das als hauptberuflichen Akt vollführen würde, theoretisch, dann würden drei bis vier Videos pro Tag auf jeden Fall drin sein. Das ist, glaube ich, das doch, doch, doch. Das auf jeden Fall. Aber das ist nicht der Fall. Ich bin dann eben noch anderweitig beschäftigt. Und leider geht das da nicht anders. Und ja, wir fangen dann erstmal an und bilden unsere Basis auf der Basis der Kontinuität. Gut, so viel dazu. Ich hoffe, ihr seid nicht allzu gekränkt oder so. Ich denke, dass sich auch die Qualität der Videos dadurch noch ein bisschen steigern wird. Sowohl inhaltlich, vielleicht auch äußerlich, weil ich dann mehr Zeit habe, mich mit Technik auseinanderzusetzen. ja. Und ansonsten war es das eigentlich. Jetzt wollte ich noch irgendwas sagen. Ich weiß gerade nicht. Ich erzähle ja gerade einfach nur. Ich habe mir nichts aufgeschrieben oder so. Boah, was war doch noch? Naja, egal. Gut. Ja, Leute. Ich denke mal, wir kriegen das hin. Ach ja, genau. Was sagen? Ah, genau. Okay, ist jetzt nicht so wichtig, aber ja, wenn ich dann eben beispielsweise jetzt mal richtig Lust habe, weiß ich nicht, 10 Folgen irgendwas aufzunehmen, muss ich mich natürlich in gewissen Maßen vielleicht auch da zurückhalten, obwohl ich dann wirklich lieber, was weiß ich, die Videos im 7 Tage vorher schon alle fertig habe, als wenn ich jetzt, naja, was ausfallen lasse. Das ist dann, glaube ich, irgendwie selbsterklärend. Gut, Leute, das war's. Wie gesagt, hoffentlich akzeptiert ihr das und seid nicht allzu gekränkt. Und ich glaube, das wird auf jeden Fall sehr gut und es wird eine allgemeine Besserung. Und ja, ich würde sagen, haut da rein und mal gucken, ob es klappt. Wünsche mir Glück und drückt mir die Daumen. Alles klar, ciao, Leute.